Freunde, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, bekannt auch als Mr. T. Heute das Thema, auch meiner Coaches immer wieder sagen, Andreas, das gesunde Essen schmeckt mir nicht. Oh, das schmeckt immer alles so fad und oh, ich mag das nicht und ich mag das Gemüse nicht und der Fisch, da ist keine fette Soße dabei, im Steak schwimmt nicht so hoch in der Soße, ja, der Joghurt, ich vermisse meinen süßen Joghurt mit Geschmacksstoffe drin, mit Stabilisatoren, mit Mangoextrakt und mit Sägemehlspänen drin, was weiß ich, was alles sie da reintun. Ja, dieses Gejammere höre ich immer wieder, gerade im Einstiegsbereich, wenn Menschen anfangen, sich gesund zu ernähren. So, Freunde, ich kann euch beruhigen. Diese Phase wird vorbeigehen. Warum? Ganz einfach, eure Geschmacksnerven, also hier auf der Zunge haben wir Geschmacksnerven, und diese Geschmacksnerven sind sozusagen gepolt, geeicht. Anhand von allem, was ihr zurückliegend in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gegessen habt, habt ihr natürlich ein sogenanntes Geschmacksempfinden. Und dieses Geschmacksempfinden, müsst ihr euch vorstellen, ist jetzt die 100%, okay? Also das Süßeste, das Sauerste, das Würzigste, was ihr jetzt gegessen habt, ist der Stand der Dinge, die 100%. So, wenn da sehr viel Süß dabei war, sehr viel industrialisierte Kost, sehr viel Fastfood, Cola, Fanta, was es alles da gibt und Burgers und Schokolade und Chips, was es alles gibt. So, dann ist das für euch der Level, okay? Der Level, wo er sagt, das schmeckt gut, das schmeckt fein. Die Industrie hat auch ganz stark dafür gesorgt, dass es fein schmeckt, durch verschiedene Kombinationen von verschiedenen Stoffen, dass er genau dieses Gefühl im Mund hat und genau anhand von diesem Gefühl sagt, yes, das ist lecker, das brauche ich. So, und jetzt kommt ihr in den Bereich und wollt euch gesund ernähren, macht das auch. Und dann gibt es da einen Apfel, dann gibt es da Gemüse, dann gibt es da ist etwas mageren Käse, dann gibt es da ein Vollkornbrot ohne Zucker drin, ohne Stabilisatoren, ohne Zusatzstoffe. Dann gibt es da Dinkelvollkornnudeln, dann gibt es da Dinkelkörner, dann gibt es Naturreis, dann gibt es Wildreis. So, dann gibt es einen Steak ohne fette Soße dabei. So, und jetzt schiebt ihr euch das in den Mund rein. Und eure Geschmacksnerven machen den hier. Warum? Was sagen, was ist das? Ganz einfach. Hier habt ihr euren Level. Und zwar, wenn hier natürlich ist, dann ist euer Level hier unnatürlich. Bedingt durch industrialisierte Kost. Gut. Und jetzt kommt hier die natürliche Nahrung rein. Und da oben ist euer Level. Was heißt das? Oh, oh, schmeckt gar nicht. Signal ins Gehirn. Mag ich nicht, mag ich nicht. So, was müssen wir machen? Ganz einfach. Wir brauchen eine gewisse Zeitspanne von ein paar Wochen. Und was passiert? Yes! Hier oben kommt die Grenze wieder runter. Die Geschmacksnerven werden wieder sensibilisiert, sozusagen entindustrialisiert. Und Freunde, das ist gut so. Das ist super, wenn das passiert. Wenn ihr dann nämlich am gesunden Essen wieder Geschmack findet und wenn ihr daran Geschmack habt, dann esst ihr das auch sehr, sehr gerne. Aber ihr braucht eine gewisse Zeit lang, bis das funktioniert. Ihr dürft nicht erwarten, dass das innerhalb von ein paar Tagen geht. Das dauert ein bisschen. Und deswegen 3, 4, bei manchen bis zu 6 Wochen Zeit. Und dann habt ihr den Geschmacksnerv wieder im Griff. Und das bedeutet für euch, yes, gesundes Essen schmeckt wieder. Und da wollen wir hinkommen. Und dazu brauchen wir Geduld, Freunde. Und wisst ihr, was dann auch noch passiert? Das ist immer faszinierend, bei meinen Coaches, wenn die nach einer gewissen Zeit zurückkommen und bei mir entweder im Videocall oder eben live mir aufschlagen und sagen sie, weißt du was, Andreas, vor kurzem habe ich mal wieder eine Industriepizza gegessen. Die hat überhaupt nicht geschmeckt. Das war gar nicht lecker. Dann habe ich immer mal so einen Burger, so einen Fastfood-Burger. Pfui Teufel, war das ekelhaft. Dann habe ich immer wieder Cola getrunken, fand die auch nicht mehr so lustig. Es war alles viel zu stark. Yes, und dann haben wir alles das erreicht, was wir wollen, weil die Geschmacksnerven wieder sensibilisiert sind, sind naturell und sie können für dich ganz klar wieder entscheiden, was ist gesund und was ist nicht gesund. Deswegen meine wärmste Empfehlung, sensibilisiert eure Geschmacksnerven, schmeißt die Schokolade zum Fenster raus, holt euch gesunde Sachen, lebt gesünder. Warum? Weil das ein Investment ist in eure gesunde Zukunft, in euren Körper und in das Wertvollste, was ihr habt.
Wenn jetzt schon wieder eine oder andere den Finger hebt und sagt, der Drinbacher, der verbietet uns, ich verbiete euch gar nichts. Ich verbiete euch überhaupt nichts. Mr. T verbietet gar nichts, er gibt euch nur Tipps. Und zwar besonders wertvolle Tipps. Und wisst ihr auch warum? Die meisten Schädigungen, Langzeitschäden, kommen nicht mit 20, 25, 30. Das sieht eher dann seltsam aus, weil dann manche Menschen nicht mehr so aussehen, wie sie von Natur aus aussehen könnten. Und auch die Leistungsbereitschaft nicht mehr da ist, weil eben einfach das Futter nicht passt. Sondern die meisten Problemchen entstehen dann ab dem 40., 45., 50., 55. Lebensjahr. Da gibt es dann irgendwann so ein Schächtelchen Tabletten, Bluthochdruck, Cholesterin, für die Niere noch was, fürs Herz noch was. Das ist dann der wahre Lebensluxus und da wollen wir nicht hinkommen. Genau deswegen, weil ihr da nicht hinkommen wollt, ist es mein Tipp von mir für euch. Eine Empfehlung, kein Befehl, ihr Lieben. Das war's schon wieder. Wir sehen uns bald wieder und wenn ihr sagt, yes, würde mich interessieren, was Mr. T da so treibt, würde mich sehr interessieren, wie Mr. T da vorgeht, dann gehst du mal unten in die sogenannten Show Notes, in die Beschreibung und da findest du einen Link. Wenn du da draufklickst, dann landest du bei mir im Bewerbungskanal. Ja, Bewerbungskanal. Das bedeutet, dass du die Chance hast, dich zu bewerben, dass ich dich coache. Hört sich arrogant an, dann ist nicht arrogant. Warum? Weil ich natürlich genauso wie du auch gewisse Vorstellungen habe, was derjenige mitbringen sollte an Basis. Und da kannst du einfach mal draufklicken und dann bist du vielleicht bald im Beratungsgespräch mit mir. Bis dahin, mach's gut.